Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Hier nochmal die Lucifer News. Ja, ich habe euch ja hier schon berichtet hier von der Ricarda Hoch. Und dieser Text kam mir also äußerst suspekt vor bei der ganzen Sache. Und ja, wie gesagt, irgendwie kam mir das suspekt vor. Und wie ihr seht, wurde ja hier eine schicke Parkanlage gemacht. Ja, also vom Feinsten und gepflegt. Und dann hat man eben die Ricarda Hochplatten hier dran gemacht. Ne? Und wie gesagt, ich habe da ein bisschen nachgeforscht und wollte einfach mal wissen, wer ist die Ricarda Hoch? Ne? Und habe dann dieses hier gefunden. Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz. Ja, und wir raten, raten. So, jetzt gucken wir uns mal die Ricarda Hoch an. Ricarda Hoch, geboren 18. Juli 1964, also 100 Jahre fast vor meinem Geburtstag geschorben. 17. November 1947 in Schönberg-Taunus, heute Stadtteil Kronberg, Pseudonym Richard Hugo, war eine deutsche Dichterin, Philosophin und Historikerin. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Ja, was haben wir denn hier noch? München, Berlin. Während der Nationalsozialismus. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verweigerte Ricarda Hoch, eine von den Mitgliedern des Preußischen der Akademie für Künste verlangte Loyalitätserklärung gegenüber dem neuen Regime mit der Begründung, dass sie verschiedene der inzwischen vorgenommenen Handlung der neuen Regierung aufs Schärfste missbilligt. Das finde ich ja auch ganz gut. Aber sie hatte auch Kontakte zu den italienischen Faschisten. Ja. Das lässt sich also hier auch rausnehmen. Ja, wie gesagt, dann hat sie also hier das Verhalten der neuen Machthaber. Ihr gegenüber blieb widersprüchlich. Zwar bekam Hoch zu ihrem 80. Geburtstag persönliche Glückwunschtelegramme von Goebbels und Hitler, doch in der Presse durfte ihr Geburtstag nicht erwähnt werden. Man musste, dass sie dem nationalsozialistisch feindlich gegenüberstand, ist ja nicht schlecht, wollte aber wegen ihrer italienischen Verbindung und wegen der befürchteten negativen Propaganda nicht gegen sie vorgehen, weil, wie gesagt, sie war ja mit dem italienischen Faschisten eng verknüpft, ne? Und das ist natürlich ein bisschen heftig, das Ganze. Schaffen Literatur, also wie gesagt, das ist, finde ich schon recht heftig, das Ganze. Ja, kann sich ja jeder überlegen, ob das jemand sein sollte, den man eine Schule Namen gibt, finde ich also nicht so doll. Das ist ja Bibliothek, Stadt, Singlesin. Ja, wie gesagt, das sind so die Fakten, die man hier hat. Ich gucke noch mal. Stadtbibliothek, sonntags nachgelesen. Hier ist irgendwas in der Zeit, erarbeitete sich die Geschichte der italienischen Einigung unter Führung Giuseppe Garibaldi. Weil sie mit ihrer Forschung Verdienste um Italien erworben hat, wurde sie von den italienischen Faschisten geschätzt, weshalb sie im nationalsozialistischen Deutschland nicht verfolgt wurde. Ne? Also das sind die Fakten, die wir hier haben. Ja. Ist nun die Frage, ob man so eine Person wirklich eine Schule bilden und so einen Platz geben sollte. Einen eigenen, ja, ich weiß nicht. Vielleicht gucken wir uns mal die Schule an. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ja, jetzt bin ich hier, ihr seht im Hintergrund die Ricarda Hoch. Das Gymnasium, ja, Realschule oder Oberschule.
Ja, da fragt man sich, sind doch alles Lehrer da? Haben die das denn gar nicht gemerkt? Wir wissen ja inzwischen, dass die Ricarda Hoch eine Faschistin war, die also, sage ich mal, Kontakte zu den italienischen Faschisten hatte. Ist von den Nazis, da hat sie sich zwar geweigert, da was zu unterschreiben, aber wie gesagt, man hat sie in Ruhe gelassen und man macht eine Parkanlage. Und ich meine, das ist schon ganz schön fragwürdig. Wie gesagt, es gibt ja viele Lehrer. Da muss man einfach fragen, haben die das gar nicht gemusst oder gar nicht gemerkt? Also hier sind Fragen über Fragen. Vielleicht sollte man da ein bisschen mal nachforschen. Ich meine, Gymnasiallehrer und Oberschullehrer, die müssen doch eigentlich wissen, wer Ricarda Hoch ist. Also das kommt mir also wirklich ein bisschen spanisch vor. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen nachforschen. Vielleicht, ich meine, ich kenne ja so den einen oder anderen Lehrer. Vielleicht findet sich da einer wieder, den könnte ich ja dann mal fragen. Ne? Ja, das werde ich dann mal machen und werde einfach mal gucken, ob ich da einen Lehrer finde. Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz, ja, und wir raten. So, hier nochmal die Ricarda Hochschule, Gymnasium. Ja, ist doch eigentlich sehr fragwürdig, wenn hier bestimmte Lehrer nicht wissen, wer die Ricarda Hoch ist, in einem Gymnasium. Ich meine, es gab auch mal eine Anfrage und da wurde nachgefragt von den Schülern, ob man denn die Geschichte, ob man das wieder aufleben sollte. Ja, das sollte man. Geschichte ist wichtig. Ja, auch bei einer Ricarda Hochschule. Ja, wie gesagt, ich habe halt die Schule, jetzt habe ich mal gedacht, guckst du einfach mal durch. Ich meine, das sind ja alle schlaue Lehrer. Ne? Also die, die Bildung haben müssten, müsste ja fragen, ob nicht hier irgendjemand zumindest so viel Fachwissen hat, dass man weiß, wer Ricarda Brandt ist. Ja, Brigitte Brandt, Dückner, Richter, Hannelore, Düker, Elsässer, Führes, Waltraud, Geister, Höhlisch. Ist nichts dabei, also da kenne ich also auch keinen. Grobe, ich kenne zwar einen Grobe, aber die sind keine Lehrer, Düker, Kreuke, Jansen, Griner, Jansen, Habenich, Friedrich, Heidenreich, Hegewald, Hilmer, Kirch, Ludwig, Markus Lopez, Eva, Mietze, Möller, Pelz, Schaffri, Schneider, Vogt. Ja. Ups, wer ist da? Da kenne ich jemand. Oh. Vanzelius, Heiderose. Ich meine, wir wissen ja, dass Heiderose sich sehr für den Nationalsozialismus einsetzt. Und für Sinti und Roma und sowas. Sie hat ja geschichtliche Vorkenntnisse. Puh, naja, vielleicht hat sie sich nicht informiert. Ich weiß nicht, also. Das ist ja ein Ding. Also ich hätte jetzt zumindest gedacht, dass Heiderose Vanzelius zumindest, ja, zumindest so viel Fachwissen hätte, dass Ricarda Hoch eine Faschistin ist, aber naja, vielleicht ist er doch nicht so gebildet, ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Gibt ja eigentlich noch mehr Leute im Rathaus, die eigentlich Wissen haben müssten über die nationalsozialistische Geschichte. Ne? Gucken wir uns doch. Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz, ja, und wir raten. Da haben wir ja jemand, die Gisela Ohnsorge, Lehrerin, Fraktionsvorsitzende der Linken. Ich meine, man ist ja gegen Faschismus, müsste man doch eigentlich mitbekommen haben, dass es eine Ricarda Hochschule gibt und dass die nach einem Faschisten benannt ist. Also so langsam zweifle ich an der Lehrerschaft. Ist die Frage, ist man wirklich nicht so gebildet? Ja, Udo Sommerfeld, naja gut, das ist Drucker, da kann man nicht viel verlangen. Aber Gisela Ohnsorge ist Lehrerin.
Und wie gesagt, Linke ist ja gegen Faschismus, also wundert mich, dass man im Rathaus ja da nicht schon längst was gemacht hat. Ist die Frage, hat man nicht die Bildung dazu oder will man nicht dazu? Aber naja, gut, das ist nicht unbedingt mein Problem. Ich kann es einfach nur aufzeichnen und ein paar Fragen stellen. Ja, ist jetzt die Frage. Will man es nicht oder möchte man es nicht oder kann man es nicht oder ja, weiß ich nicht. Ja, Ricarda hoch, viele Fragen. Wer weiß, vielleicht hat irgendjemand eine Idee. Ja, bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News aus Braunschweig. Tschüss.